deplin un botez. Uzogin, tu nu nu asamble, nu tu nu suena sam, cu nu sa dansam, nu le depadam. So kann man das auch mal erklären. Das ist cool. En cas d'atterrissage d'urgence, l'équipage de cabine vous demandera d'adopter une position destinée à assurer votre protection. Da macht es auch mal Spaß, diesen Film zu gucken. En cas d'évacuation, suivez l'éclairage lumineux au sol. Il vous conduira à l'une des officiers de secours de cet appareil. Localisez celle qui est la plus proche de vous et consultez la fiche de sécurité afin d'en connaître le fonctionnement. Chacune de ces issues est équipée de toboggans qui se déploieront automatiquement. Pour utiliser les toboggans, laissez tous vos bagages à bord. Retirez vos chaussures, sautez et glissez en position assise et de bras tendus. Arrivez en bas du toboggan, aidez les autres passagers à se relever, puis éloignez-vous immédiatement de l'avion. Tous les toboggans d'évacuation peuvent être détachés et utilisés comme canaux. En cas d'atterrissage, prenez le gilet de sauvetage situé sous votre siège ou dans la couloir centrale. Déchirez la poche, sortez le gilet et enfilez-le, puis attachez et serrez la mit Schwimmweste würde ich jetzt nicht gerade in so ein Wasserfallbecken springen. Gonflez votre gilet en tirant sur la poignée rouge. S'il ne se gonfle pas, soufflez dans l'embout placé sur le côté. Plus d'informations, une outil de sécurité est disponible à votre siège. N'hésitez pas à solliciter l'équipage pour répondre à toutes vos questions. Air Tahiti vous souhaite le plus agréable des voyages à bord du Tahitian Dreamliner. Sehr gut gemacht. Air Tahiti Nui. Angekommen in Neuseeland. Problemlos. Also schwierig war es nicht. Es hat jetzt aber, ich weiß nicht, wie spät es ist, aber ich glaube, eine Stunde hat es bestimmt gedauert. Ja. Bis wir da durch waren. Aber wir wurden nicht durchsucht, nichts. Jemand hat uns geglaubt, weil wir so ehrliche Gesichter haben, dass unsere Wanderstöcke gereinigt sind und die Wanderschuhe auch. Und dass die Medizin, die wir mitgebracht haben, auch okay ist und nicht zum Verticken. Genau. Jetzt haben wir schon den Mietwagen uns geholt, jetzt müssen wir den nur noch finden. Also eingecheckt haben wir den schon, aber jetzt müssen wir den noch finden. Wir sind in Neuseeland! Juhu! Wir sind in Auckland. Hier ist Linksverkehr in Neuseeland. Und der Michael versucht immer links zu fahren. Aber wir haben so ein geiles E-Auto, das weiß, wo es fahren muss. Das fährt ganz alleine. Aber das ist schon echt aufregend. Vor allen Dingen waren wir die ganze Zeit immer nur mit 10 Stundenkilometern unterwegs und jetzt geht es wieder schneller. Wir müssen uns erst dran gewöhnen. Erster Eindruck von Neuseeland, Auckland. Es sind so 20 Grad und wir haben wolkenlosen Himmel. Geile Häuser hier. Da drüben haben wir uns gerade dieses Wohnmobil hier angeschaut. Direkt natürlich ein Grundstück hier am Wasser. Ist schon nicht schlecht hier in Neuseeland. Nachdem wir uns jetzt mehrere Wohnmobile angeschaut haben, die einen waren zu groß und zu teuer, die anderen waren
viel zu teuer. Sind wir jetzt hier an der Waterview von Auckland. Hochmodern. Und wollen jetzt hier was zu essen finden. Sieht es so aus. Es ist Stau in Auckland. Da sitzen wir am Flughafen, nachdem wir ein bisschen genesen sind. Also Annette hat 2 Tage im Bett gelegen und der Michael 3 Tage. Und heute wollten wir oder mussten wir unseren Mietwagen tauschen. Wir hatten ja so einen elektrischen von Kia bei Europcar gemietet. Ohne Probleme ging das vor rund einer Woche. Und jetzt haben wir bei Europcar wieder für 7 Tage ein anderes Auto mieten wollen. Und was ist jetzt passiert? Das geht jetzt nicht. Wir brauchen eine Übersetzung für unseren Führerschein, die wir vor einer Woche allerdings auch nicht hatten. Da hat das aber keinen gekratzt. Und jetzt haben wir das beantragt und sollen angeblich das in 20 Minuten zugeschickt bekommen, diese Übersetzung. Ja. Wir harren der Dinge, die da kommen und hoffen, dass das funktioniert. Kostet natürlich $59 für die Übersetzung pro Führerschein. Tja, willst du fahren, brauchst du. Genau. Wir sind beim Extreme Outdoor Shopping. Es ist nämlich Black Friday. Und wir kaufen jetzt all unsere Outdoor-Sachen, die wir brauchen, um den Süden Neuseelands zu bewandern. Dieser ganze Stapel, der jetzt da liegt, das ist das, was wir alle schon kaufen wollen. Wir wollen wieder mal ein Wohnmobil besichtigen. Und das ist hier das Haus des Besitzers. Jetzt guckt euch das mal an. Also die wissen, wie man wohnt. Definitiv. Und da unten ist gleich das Meer. Es ist gigantisch hier. Die erste Wanderung in Neuseeland. Wir sind am Shakespeare National Park. Bevor man in Neuseeland einen National Park mit Kauribäumen betreten darf, kommt man zu einer Reinigungsstation für Schuhe. Die Schuhe müssen gebürstet, kontrolliert und desinfiziert werden. Die Kauribäume sollen auf diesem Weg vor dem Dieback-Parasiten, der sie langsam sterben lässt, geschützt werden. Bäume fangen gerade an zu blühen. Die Nordseite ist schon immer richtig rot. Und da hinten ist Downtown Auckland.
auch für den Autoverkehr gibt es eine automatische Einfahrt in die Regionalparks. Haben uns da hinten den Bürstner angeschaut, aber schaut euch das mal an, wie die Neuseeländer hier wohnen. Das ist doch fantastisch, oder? Ich finde das total super. Fast 3 Wochen sind wir jetzt auf der Suche nach einem für uns passenden Wohnmobil. Die Auswahl ist riesig, aber die Preise sind auch ganz schön hoch. Hier eine kleine Auswahl der von uns besichtigten Fahrzeuge. Schafe Neuseelands. Tolle Gegend. Die Annette beim Optiker. Ich meinte dich mit keinem Foto, nicht ihn. Ach so. Es gibt neue Brillen, neuseeländische. Ein Stau in Auckland. Heute geben wir zum dritten Mal unseren Mietwagen ab, holen uns jetzt noch mal einen für eine Woche und dann sollte es eigentlich das gewesen sein. 5. Dezember. Gestern haben wir unser Auto getauscht, den Tesla gegen den Toyota hier, und heute ziehen wir wieder in eine neue Unterkunft. Und das ist hier unser Tiny House. Soll total ruhig sein. Ich weiß nicht, ob man es hört. Also die Gegend sieht ja toll aus, hier alle Schafe. Aber gleich da vorne ist die Autobahn. Also das ist jetzt nicht so toll. Aber das Haus, das ist ganz nett. Zeige ich euch jetzt mal ganz kurz. Hier mit einer kleinen Terrasse, wenn wir irgendwann mal schönes Wetter haben. Das sollte ja auch mal möglich sein. Dann kommt man hier rein in das gemütliche Wohnzimmer. Ihr wisst ja vielleicht, wir lieben ja Holzhäuser. Wir haben auch selbst eins. Eine Küche. Das ist ein bisschen wie nach Hause kommt. Annette habe ich natürlich auch mitgebracht. Das ist hier unser Schlafzimmer. Völlig ausreichend. Und die Toilette mit der
Dusche. Hier werden wir jetzt die nächsten 7 Tage wohnen. Morgen oder übermorgen holen wir unser Wohnmobil ab. Wir haben eins gekauft. Und werden das dann hier so herrichten, wie die Annette es möchte. Wir sind bei Helen und Rod in Devonport. Die beiden sind die früheren Besitzer unseres Wohnmobils. Rod zeigt uns seine beeindruckende Sammlung an Grammophonen und Musikboxen. Zum Teil sind die aus dem 19. Jahrhundert. Alles restauriert und funktionsfähig. Mit seinem Hobby hat er mehrere Räume gefüllt. Total imposant und interessant. Guck dir das. Ah, you need a coin? Yeah. That's right. It's worth my money. Wow. Super. Super. I love it. Er war also Produzent für 3 Fernsehkanäle. Und das hier ist sein Hobby. Wahnsinn. Und hier sind alles die alten Grammophone. Yeah. Wow. Wow. Super. So all these are Edison and these are cylinders. I've got about 8,000 cylinders. Und das sind die ganzen Musikspulen für die Grammophone. Oh, fantastisch. Cool. So all these are. And then this came German invention with polyphon and symphonium. And you could change, because you'd have so many records now, it put these out of business in many ways. Funktioniert natürlich alles manuell. So all these are Swiss. Das ist eine Schweizer. Beautiful. Ah, you listen to the music. But I don't collect anything. Oh. I'm the opposite. Oh, okay. Nachdem wir den Vertrag für das Wohnmobil unterschrieben hatten und den Übergabetermin vereinbart, fahren wir nach Wangerei, besuchen wir Christoph und Mirko,
zwei gut befreundete Segler, die wir auf unserer Reise kennengelernt haben. Wir haben Christoph wieder getroffen von der Tin Lissi. Und kaum sind wir hier, regnet's. Wir sind wieder auf einem Segelschiffchen. Auf der Tin Lissi. Ihr habt es ja sicherlich schon mitgekriegt. Wir haben uns ein Wohnmobil gekauft. Gestern ist es in unseren Besitz übergegangen. Es ist ein Fiat Ducato 2,8 Liter Turbodiesel. Ein italienischer Ausbau, Baujahr 2000 und war jetzt 21 Jahre in dem Besitz von Helen und Rod. Das ist jetzt erstmal unser Leimi. Und jetzt fangen so ein paar Projekte an. Wir gucken mal gleich rein. Die Annette hat hier draußen schon die Wäsche aufgehangen. Schon mal nicht schlecht. So, und was macht denn die Annette hier drinne? Die Annette steckt im Mülleimer. Und warum steckt denn die Annette im Mülleimer? Also hier wird, ihr seht, alles sauber gemacht. Auch der Mülleimer wird sauber gemacht. Ja, reinigen und dann steht das nächste Projekt an. Wir haben uns nämlich in den Kopf gesetzt, spricht die Annette, dass sie alle elektronischen Geräte autark laden möchte. Und da Leimi ja bis jetzt noch keine Solaranlage hat, installieren ich jetzt eine Solaranlage. Das habe ich heute hier alles gekauft. Da ist alles dabei. Lithiumbatterien, 415 Watt Solarpanel, ein 3000 Watt Inverter und sämtliches Installationsmaterial. Das muss jetzt nur noch auf und ins Auto. Und mal schauen, ob der Michael das hinkriegt. Leider passt die Solarzelle nur dahin, wo die Satellitenschüssel ist. Aber wir brauchen ja keinen Satellitenfernsehen. Deswegen baue ich jetzt diese Schüssel ab. Das Solarpanel ist vorbereitet. Die Halter sind dann dran. Jetzt kommt es aufs Dach. Wird gekennzeichnet und dann verschraubt. Der erste Tag ist fast rum. Aber das Solarpanel ist installiert und angeschlossen. Jetzt müssen die Kabel unten nur noch verlegt werden. Das wird auch noch ein Spaß. Tag 2, Projekt Wohnmobil. Die Annette hat schon alle Gardinen gewaschen und versucht sie jetzt gerade wieder zu befestigen. Ja, es ist wahrscheinlich ein Versuch. Es ist wunderschön. Mit Schrauben. Und der Michael versucht hier die Batterien zu installieren. Zuallererst muss er erstmal feststellen, welches Kabel das Ladekabel ist, wenn der Motorgenerator läuft. Also die Lichtmaschine läuft. Weil die will ich ja abklemmen. Das ist ja nicht gut für die Lithiumbatterien. Tag 3 des Wohnmobilprojekts. Die Annette ist schon bei der Feinarbeit. Ja, damit nichts in den Schränken rutscht, ne? Ach, das sind so eine Rutschmatten, ja? Ja, das sind Rutschmatten, damit nichts rutscht. Sehr gut. Hier sind auch die Lithiumbatterien installiert. Auch eine Sicherung. Jetzt fehlt nur noch der Solarregler und der Inverter. Habe ich beide nicht. Hoffe ich, dass ich die morgen kriege. In den Endzügen der Aufräumarbeiten. Die Annette ist schon im Bad angekommen. Wir haben es geschafft. Das Wohnmobil ist gereinigt. Es sind fast alle Sachen
verstaut. Ja, manchmal noch nicht so, wie es letztendlich sein soll, aber das wird sich ja dann im Laufe der Zeit zeigen. Jetzt können wir mal gemeinsam durch unser Wohnmobil durchgehen. Also ich sitze auf dem Fahrersitz und das ist der Blick nach hinten. Schön viele Staufächer rechts und links. Hier unten ist unser Kühlschrank, die Sitzgruppe, der Kocher mit der Spüle hier, hier ein Backofen, dann unser richtig schönes großes Bett, hier rechts noch ein paar Schränke und dann befindet sich hier hinten unsere Toilette und ganz hinten unsere Dusche. Jetzt drehe ich mich noch einmal um. So. Das ist die Sicht von unserem Bett nach vorne. Oh, ich glaube, wir haben uns ein ganz schönes Wohnmobil gekauft. Wir sind uns noch nicht so sicher, was wir ihm denn für einen Namen geben. Ob wir nun Leimi machen oder, weil es ja das Fabrikat Leica ist, Leiki, hört sich auch gut an. Na, vielleicht habt ihr ja noch eine Idee, obwohl ich vermute, bis dieses Video rauskommt, ist schon fast unsere Zeit hier in Neuseeland zu Ende. Ich komme nämlich überhaupt nicht hinterher, irgendwas zusammenzuschneiden. Kein Regen. Es geht los. Wir haben es soweit. Es ist aufgeräumt einigermaßen, es ist geputzt, Solaranlage funktioniert. Also, auf geht's. Auf geht's, wir entdecken Neuseeland mit unserem, wie heißt er? Vorhin habe ich schon gerätselt. Leiki vielleicht? Leiki. Damit er, naja, in Anlehnung an Limelight. Leiki. Leiki hört sich gut an. Weil also, Leimi hatten wir ja nun schon und da oben ist auch dann ein K zu viel, von daher ist das vielleicht ganz praktisch. Also, Leiki. Ja. Okay, auf geht's. Jetzt müssen wir erstmal da den Berg hochkommen. Ja, und danach voll bepackt, mal schauen, ob das was wird.